dass ich die beiden Projektmenschen und Individuen, da sind sie ja, mal nach vorne bitten. Die, ja, dich, Lola und Henning Kamm. Ja, nimm du das mal. Hallo. Gibt es gleich ganz dringende Fragen aus dem Publikum? Irgendwas seltsam vorgekommen unterwegs? Was, aber wieso sagst du das immer mit dem seltsam? Kommt es dir so seltsam mir, vor? Mir kamen vor allem die beiden Zwillinge seltsam vor. Also großartig seltsam, aber ich dachte mir, also wenigstens diese Kragen habt ihr denen doch umgehängt, oder? Sind die von denen? Die sind von, ja klar, was denkst du denn? Okay. Also die sind von denen, denkst du, ist ja klar. Ja, ja, das ist schon seltsam, aber okay, müssen irgendwelche dringenden Fragen gleich raus, willst du fragen? Genau. Nee, dann frage ich ein paar Sachen. Wie geht's denn den Protagonisten und der Doktorarbeit heute? Das, also es war ja keine wirklich, wir haben uns schon, also die Doktorarbeit haben wir uns ausgedacht und auch geschrieben. Das ist quasi unsere Doktorarbeit gewesen. Die wurde nicht so in dem Sinne abgegeben. Aber es geht ihr sehr gut, klar, die entwickelt sich weiter. Mhm. Ich habe auch keinen Prof dann dazu. Doch, es gibt schon den Herrn Hutter, der ist auch schon Soziologie-Professor, aber es ist ja eher so eine, auch so das Lernen gestaltet sich ja jetzt um in der jetzigen Zeit und auch eher auf freiwilligen Basis war der Professor. Ah, okay, schön. Ja. Und Henning, wann bist du in den Prozess eingestiegen? Noch nicht da, als Lola diesen ehemaligen Gasthof gekauft hat, aber wenig später. Also wirklich ganz am Anfang. Also warst du auch oft sozusagen zu Besuch? Ja, ich war auch oft zu Besuch. Ich habe weniger Arbeitseinsätze gemacht, als ich vielleicht hätte machen sollen, aber aber habe das durchaus lieb gewonnen und war relativ am Anfang gleich dabei, als da sozusagen die Idee entstand, nicht nur diese Arbeitseinsätze zu machen, sondern sich dem nochmal ganz anders zu widmen. Und wie genau seid ihr da vorgegangen? Also an welchem Punkt war die Idee da, aus diesen Arbeitseinsätzen und diesem ganzen Projekt, das Projekt Film noch zu machen? Ja, also man kann in dem Fall nicht sagen, was zuerst da ist. Ob die Arbeitseinsätze waren ja für den Film. Also das war ja der Film. Es war ja jetzt nicht gedacht, ich bin ja nicht Bäuerin im wirklichen Sinne, sondern das war schon so gemeint. Als so ein Porträt des Projektmenschen und auch als ein Porträt dieser Menschen, die jetzt neu aufs Land gehen und denken, irgendwelche neuen Sachen kombinieren und versuchen zu wollen. Okay, aber waren die alle Arbeitseinsätze extra für den Film organisiert, oder? Nee, auch schon für sich selber. Also es ist jetzt nicht so, es ist, wie soll ich dir das erklären? Das ist quasi so eine Wechselwirkung. Ja. Es gibt es ja auch wirklich, das Projekt. Eben, deswegen frage ich. Und es gibt auch die solidarische Landwirtschaft, die daraus quasi hervorgeht, aber trotzdem ist es in erster Linie erforschend. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer beschreiben. Du hast auch, ja? Jetzt glaubt der Henning. Ja, ich glaube es mir. Also sozusagen, es wurde immer gleich von Anfang an dokumentiert, aber in welcher Form man das dann wirklich später erzählt, das war, glaube ich, erst Teil des Prozesses. Okay. So könnte man es wissen. Die Kamera war ja immer dabei. Du hast auch in einem Interview gesagt, der Film hat sich beim Machen selbst erfunden. Habe ich gelesen. Hast du gesagt? Ja. Habe ich das? Ja, also es steht das irgendwo. Aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben, wie genau diese Wechselwirkung funktioniert, weil es gibt ja das Haus und es gibt ja diese Menschen und es gibt das Gemüse am Ende, das rausgekommen. Ihr habt das gegessen. Genau, also der Film ist jetzt schon, hat schon einen eigenen, aber es hat ja jeder Film, muss man mal sagen. Also jeder Film ist ja so, dass da was, wenn man so ihn auch ein bisschen sprechen lässt und so esoterische Verbindungen mit seinen Filmen hat, also ich bin ja gar nicht so esoterisch, aber der war so stark, die Stimme des Films, dass ich die dann doch hören musste. Also der war jetzt nicht von Anfang an, und das ist ja relativ selten, dass das möglich ist. Oder wenn es nicht möglich ist, muss man es verheimlichen, sondern man lässt ihn ja schon sich entwickeln und sieht dann so, weißt du, wie jetzt auf der freien Schule beispielsweise. Mhm. Der Film war quasi auf der freien Schule und hat man sich eher so ihm hingegeben und so, schau mal, du musst jetzt das nicht so und so machen, sondern wie entwickelst du dich? Okay. Und Henning, da stelle ich mir einigermaßen schwierig vor, dann da in der Produktion zu sein. Du muss man halt sehr viel Vertrauen haben, nicht wahr? Muss sehr viel Vertrauen haben, um Lolas unbändige Energie, einen eigenwilligen Film in einen sehr langen Zeitraum mit extrem begrenzten Mitteln unter einen Hut zu bringen.
Und, so würde ich das ganz knapp zusammenfassen. Kannst du da ein bisschen erzählen von irgendwelchen Besonderheiten, von irgendwelchen besonderen Ereignissen oder Fragen, die immer wieder aufkamen, wie ihr die dann gelöst habt? Oh, die Fragen, ich glaube, die größten Fragen waren, wie persönlich wird der Film und wie allgemeingültig und wo stößt das immer wieder auf Grenzen, die man ausloten muss. Mhm. Das war, glaube ich, wirklich das Schwierigste daran, weil dann natürlich grundsätzlich dieses Thema aufs Land zu ziehen, durchaus eine gewisse Zielgruppe anspricht und sich viele Menschen damit beschäftigen, dann aber die Entwicklungen, die sich da vor Ort so ergeben haben, die veränderte Frage, wie lebe ich in Beziehung, wie lebe ich in Familie, das wurde dann sehr persönlich und das dann aber trotzdem noch so, da noch so einen Zugang zu schaffen, das war, ich glaube, es ist ganz gut gelungen, das können Sie aber besser beurteilen, aber das war echt eine, ja, das war eine Herausforderung, das hat auch großen Spaß gemacht. Und wie viel habt ihr da diskutiert, weil es ist ja tatsächlich sehr persönlich und an manchen Stellen fragt man sich, wie kann jetzt da die Kamera dabei sein? Habt ihr einfach, also wie viel wurde da diskutiert, ob die Kamera jetzt an sein darf oder nicht? Oder habt ihr einfach immer alles aufgenommen und dann am Ende entschieden, was darf rein und was nicht? Wie war da das? Nee, so persönlich ist das nicht. Das sieht jetzt nur so persönlich aus, wobei es mir heute auch sehr persönlich vorkam auf einmal. Es ist auch so, dass so Leute schon gesagt haben, also jetzt, wieso hast du denn das so persönlich? Und jetzt, heute kam es mir zum ersten Mal auch, dachte ich mir so, jetzt komm, wirkt sehr persönlich. Aber. Nee, das war jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit die Kamera laufen lassen und dann so entscheiden, dürfen wir das rein? Nee, das, also wenn die Kamera läuft, wollten wir schon filmen und hatten so einen Plan, was wir filmen. Aber wir haben natürlich, wie es beim Dokumentarfilm, weswegen er ja auch verwandt zum Dokumentarfilm ist, und sogar als Dokumentarfilm genannt wird, obwohl das jetzt auch nicht so ganz passt, finde ich. Weil wir schon den Film inszeniert auch haben, in seinem ganzen Dokumentarischen. Aber ja, es kam mir heute auch sehr persönlich vor. Jetzt, dabei fällt mir ein, dass der Philipp, der ja auch Co-Produzent ist, und der Hauptmann und der Läusel auch noch da sind, die müsste ich jetzt noch schnell auf die Bühne holen. Ja, gerne. Ja, ja, lieber Philipp, lieber Läusel, also der Ecki ist auch da, aber die würdest du auch noch, aber das ist dann so ein Generationsding. Da sind auch noch mehr Mikros. Oder wollte es der Josef? Aber das, die müssen jetzt nicht mehr, weil der Läusel hat gesagt, er würde jetzt doch auch gerne noch geholt werden. Deswegen, ja, klar. Ist mir gerade eingefallen. Wie was? Der Josef eigentlich auch. Ja, dann Josef alle. Ja, nur der, die beiden. Philipp, währenddessen kannst du ja vielleicht schon mal erzählen, wie ist es für dich, den zu gucken? Also das ist ja garantiert nicht das erste Mal, dass du den siehst, logischerweise. Aber war es heute anders, auch so ein Prozess? Ja, jedes Mal ist es ja ein bisschen anders, weil man hat ihn ja schon ungefähr 10 Mal gesehen. Und jedes Mal fallen einem dann wieder andere Sachen auf, aber eigentlich finde ich, dass es ein ganz gutes Zeitbild ist. Das letzte Mal fand ich ihn noch aktueller und jetzt kam es mir schon etwas historischer vor. Ja, aber so ist es ja nun mal immer. Also. Ja. Gibt es jetzt vielleicht mittlerweile Fragen aus den roten Stühlen? Also man kann auch landwirtschaftliche Fragen stellen, ja. Ja, ja. Ja, dahin. Das wird das historischer. Warum das dem Philipp historischer vorkommt? Das kann nur der Philipp beantworten. Ja, also es kam mir immer so vor, als sei es eigentlich eine ganz aktuelle Entwicklung, jetzt zumindest bei uns auf dem Land, dass so viele Leute rausgehen und da ihr Glück versuchen mit Ideen und Visionen im Kopf. Und ich glaube, die Leute, die jetzt kommen oder die dann nächste Saison kommen, sind nochmal ein bisschen anders. Was ich aber noch nicht weiß, wie. Aber da bin ich schon gespannt drauf, wie es dann weitergeht auf dem Land. Welche Ideen die wiederum dann in dem Kopf haben, die dann wieder neu sind. Also die Leute auf dem Land haben sich schon ein bisschen verändert von Wochenendlern, was es sozusagen in den letzten 10 Jahren mehr gab, hin zu tatsächlich neue Lebensformen rausfinden und dass das Land so eher urbanisiert wird. Also dass man eigentlich sich denkt, man kann doch durch die Digitalisierung und da man ja auch mit seinen Arbeiten eher so in Projekten lebt, tatsächlich dort ganz leben und nicht so dieses Erholungsgebiet Land, sondern diese ganze neue Fläche. Die Leute auf dem Land haben sich verändert, hat das Land euch auch verändert? Ihr lebt da jetzt ja schon ein paar Jahre, ne? Ja, schon, klar, sehr. Magst du mal erzählen, inwiefern? Wie? Ja, ich komme ja auch vom Land und kenne das auch und finde es auch sehr interessant, so ein Dorf auch in diesem ganzen sozialen Gefüge. Es kann einem ja auch Angst machen.
Und Loisel lebt ja auch auf dem Dorf, aber ist ja da auch schon geboren. Also für Kinder, man muss es auch mal ganz ehrlich so sagen, für mich ist das hauptsächlich auch ein ganz pragmatisches Ding, arbeiten zu können, Kinder zu haben, verschiedene Sachen auszuleben. Also ich arbeite eigentlich an diesem Versuch der Großfamilie mit meiner Mutter auch noch dort und diesem ganzen Gefüge. Ja, das interessiert mich, aber es ist jetzt auch schon gut erforscht, finde ich. Okay, aber hat es dich denn irgendwie verändert jetzt? Ja, nee, ehrlich gesagt bin ich noch genauso. Ich denke immer, mich verändert das und jenes. Das finde ich sau lustig. Aber nee, ich bin immer noch genau die gleiche. Also wirklich von, wo ich 8 schon war. Ich habe wirklich auf viel größere Veränderungen in meinem Leben gehofft. Und es hat sich durchgehend überhaupt nicht geändert. Ich habe quasi noch das genau selbe Gefühl wie als 6- oder 7-Jährige. Okay. Es ist nicht schlimm, aber es ist nur, ich habe immer gedacht, es verändert sich gravierender alles. Hier sind bestimmt auch ein paar Städter, die überlegen, aufs Land zu ziehen, weil das ja eben interessant ist und in letzter Zeit immer mehr machen. Was wären denn deine Ratschläge und Tipps für Menschen, die jetzt demnächst so ein Projekt starten wollen? Ja, sie müssen es auf jeden Fall machen. Also es werden auch wieder welche abgeschüttelt natürlich. Es ist nicht so leicht, wie es scheint, aber es geht jetzt in großen Schritten voran. Okay. Ich glaube, es wird auch noch viel mehr passieren in den nächsten 10 Jahren. Und was braucht es, um die Hindernisse zu überwinden, die da unterwegs sind? Nur den Mut, dahin zu gehen und auch, dass man das auch aushalten mag, diesen konkreten Kontakt, also dieses Realsoziale, was es ja nicht mehr so viel gibt. Aber genau deswegen wünschen sich es ja auch die Menschen wieder. Ja. So. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken, weil wir nicht... Ah, wir haben noch 10 Minuten. Das ist eine Frage. Wahnsinn. Aber Philipp, da musst du mit den Kindern einfach rausgehen, wenn das jetzt so ein... Dann bin ich so unkonzentriert. Schau mal. Ein Flatter. Da war eine Frage. Ja. Ja, ja. An der Fortsetzung sind schon gemacht. Also es gibt schon ein... Ja. Ja. Dass Bernd jetzt nicht hier ist, heißt aber nicht, dass Bernd nicht mehr da ist. Naja, nee, nicht, dass er nicht mehr da ist. Aber ein bisschen finde ich schon, dass es noch, also einfach die gesellschaftliche, es ist einfach doch nicht so anerkannt, wie ich mir das gedacht habe. Und immer so ein bisschen schwierig, so darf jetzt der Bernd auch kommen oder nicht, das ist immer so. Oder muss man jetzt so rumreisen wie so ein Zirkus, Dreiergespann ist ja auch komisch oder ist jetzt hier, also... Ich finde nicht, dass es jetzt so ganz natürlich funktioniert. Also ich habe es dem Bernd schon gesagt, aber auch so ein bisschen spät fand ich, wenn ich in der Nachhinein mir gedacht habe, ach, der Film läuft in Hamburg. Nee, also aber er hätte die Chance gehabt zu kommen und er hat sich's auch kurz überlegt. Aber er hängt noch ab mit Bernd. Ja, Bernd gibt es noch, genau. Das ist, ich habe mir jetzt ein bisschen Sorgen. Das wird in der Fortsetzung verraten, weil es ist, genau. Aber ihr wohnt noch zusammen. Wir wohnen noch zusammen in diesem Dorf, das ihr gesehen habt, genau. Wir sind ein bisschen wie die Leute im Dorf, ne? Ihr, wieso meinst du? Seid ihr so? Ist der Bernd noch da? Was macht, so sind, ja. Was macht die Bibi? Sie war zu Rosen bei euch. Ja, es ist jetzt so, bei uns ist ja wahnsinnig viel los. Diese Japaner, die ihr ganz am Ende gesehen habt, die dann kommen, haben ja ein Café angefangen, das Café zum Löwen. Und es kommen ganz viele Menschen, eigentlich zu viele. Und man weiß auch gar nicht genau, wo das hingehen soll und Leute zerstreiten sich. Es wurde eine solidarische Landwirtschaft total mühselig aufgebaut. Die Japaner haben großen Erfolg, sind mittlerweile 5 Japaner, manchmal 6, die wohnen in dem Dachbodenzimmer bei uns im Haus und duschen alle in unserem Bad. Und was kann man noch sagen? Und machen sehr, sehr leckere, erstaunliche Sachen. Und es entwickelt sich sehr weiter, sodass man sich wirklich überlegen muss, wohin soll das eigentlich alles gehen und was soll sich jetzt ganz genau entwickeln. Weil es ist auch so ein bisschen so eine Fantasie, Blase. Da war noch eine Frage. Welche Zeitspanne bildet der Film ab und wie heißt das Dorf? Ah ja, das Dorf heißt Gerswalde, das versuche ich jetzt immer nicht mehr zu sagen. Aber es taucht auch im Film auf und die Zeitspanne ist 2015, 2016. Da war noch, ja? Hat sich dein Blick auf das Stadtleben verändert? Ja, also momentan bin ich so ein bisschen Stadt. Süchtig so ein bisschen und genießt es dann in so vollen U-Bahnen gar niemanden zu kennen und so ganz nah an mir unbekannten Menschen zu stehen, die sich alle überhaupt nicht dafür interessieren, was ich gerade denke oder so und finde das so toll, aber kann es mir momentan noch nicht so leisten, einfach weil ich so viel zu tun habe und weil alles so gut
Ja, da wohnen aber die ganzen Japanerinnen in unserer Wohnung. Also da können wir hingehen, da hätten wir auch ein Zimmer, aber da wohnen auch die Japaner drinnen. Habt ihr noch eine Frage? Da ist noch eine Frage, ja? Ist das der erste Film gewesen, den Sie gemacht haben? Nee. Ich mache normalerweise eher mehr klassischere Spielfilme, aber ich habe schon zwei Staffeln einer Landserie gemacht, die hieß Landschwärmer. Die war auch ein bisschen in dieser Richtung, aber noch anders und verspielter mit verschiedenen Protagonisten. Und die habe ich angefangen, weil ich Kinder bekommen hatte, aber so eigentlich arbeitssüchtig auch noch bin und dann überhaupt nicht mehr weiterarbeiten konnte. Und dann habe ich so angefangen, aus meinem Wohnzimmer heraus Familienfilme zu drehen. Die hießen Landschwärmer. Die sind aber schon 7 Jahre alt. Habt ihr noch eine Frage? Ich habe da noch eine zum Schluss. Und zwar, wie politisch ist denn das Leben auf dem Dorf? Bei Brandenburg kommt mir auch diese Zeile mit den 3 Nazis auf dem Hügel, die keinen finden zum Verprügeln, in den Sinn. Und ich frage mich einfach, weil, also ich komme auch vom Dorf und mir steht ein Familientreffen wieder bevor und ich weiß schon jetzt, dass es da wieder sehr viele Diskussionen geben wird. Deswegen würde mich interessieren, wie politisch das da ist. Ja, es ist halt ja insofern politisch, weil ja alles sozusagen da ist und weil es auch so extrem nebeneinander existiert irgendwie. Noch die alte Zeit und die jetzige Zeit und das ist ja alles quasi politisch. Und es gibt bei uns auch es gibt auch ganz wilde Jugendliche, weil wir so ein das Schloss, das ist die Schlossgärtnerei, die ehemalige, das Schloss ist ein für schwer erziehbare, also es sind quasi die allerschwer erziehbarsten, die sogar nicht mehr in Berlin sein sollen, werden nach Gerswalde geschickt. Und damit hat man diese Mischung von dieser ganz neuen Welt, die Japaner, die ja auch von Tokio, von der Fukushima-Katastrophe quasi über Paris nach Berlin und jetzt dort in irgendwelchen Mode, die machen ja auch noch andere Berufe. Und die schwer erziehbaren und wir und die ehemalige DDR und die Hartz IV und die Arbeitskräfte und es ist ja alles so ganz dicht aufeinander. Deswegen empfinde ich es als sehr politisch, weil alles so spürbar ist. Nebeneinander. Aber es gibt sehr verschiedene Sachen nebeneinander. Ist ja auch toll, dass das überhaupt verkraftet. Das ist also doch ganz schön verschiedene, weil die Japaner wurden jetzt noch nie angegriffen oder am Anfang hatten tatsächlich bei mir Freunde immer Angst wegen den Nazis. Die habe ich noch gar nicht so gespürt da zum Beispiel. Aber okay, es klingt tatsächlich nach einer Fortsetzung. Ja, ja. Schön. Das gut, dann danke. Oder habt ihr noch eine Frage? Für eine Frage wäre noch Platz, also Zeitplatz, aber ansonsten? Nee. Okay, vielen Dank. Danke. Tschüss.